Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich möchte meinen Urlaub ankündigen, jetzt für Juni. Also eigentlich läuft er schon. Auslöser jetzt ist, ich stehe auf Urlaub und ich habe seit ungefähr 2 Jahren jetzt keinen Urlaub gemacht. Ich wollte über einen Jahreswechsel Urlaub machen, 4 Tage oder 5 Tage, aber da war ich komplett krank, also so richtig. Deshalb jetzt zweiter Anlauf. Und zwar plane ich jetzt also in den gesamten Juni möglichst wenig zu arbeiten. Also ich werde weiter Content machen, aber längst nicht so viel wie sonst. Und damit das bei euch keine Verwirrung auslöst, kündige ich euch an, ich habe vor, Urlaub zu machen. Warum? Erstmal, ich stehe auf Urlaub, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Der andere Grund ist aber, Samin, die mich ja immer unterstützt bei meinen Videos, müsstet ihr ja inzwischen kennen, also die Samin, beziehungsweise die Samin. Die ist jetzt im Juni nicht da, die besucht ihre Eltern. Da nutze ich die Gelegenheit. Diablo 4 ist nämlich rausgekommen und ich will jetzt richtig zocken. Also ich denke, Diablo ist echt ein guter Grund, um Urlaub zu machen. Oder wie seht ihr das? Ich weiß, der ein oder andere, die käme jetzt auf die Idee, wegzufahren, irgendwo hinzureisen und jetzt andere Kulturen kennenlernen zu wollen. Aber da habe ich einfach mal sowas von überhaupt gar kein Interesse. Also wie man sehen kann, ich habe ja einen recht exotischen Charakter erstellt. Also auch hier habe ich die Möglichkeit, also mich so richtig in die Gepflogenheiten anderer, vor allem in dem Fall vergangener Völker, so ein bisschen einzufühlen. Hier im Hack-and-Slay-Style. Also. Im Übrigen bin ich auch hervorragend vorbereitet. Ich war einkaufen. Man muss ja auch irgendwie irgendwas essen. Und ich kann euch, Jum-Jum, kann ich euch nahelegen, habe ich mir jetzt ein bisschen was, also kurz gesagt, eine Kiste gekauft. Ich ernähre mich aber nicht nur ungesund. Ich habe auch gerade ein Brot gebacken. Ich war auch schon Billigbier kaufen. Ich meine, kein Urlaub ohne Billigbier. Habe ich mir jetzt auch schon was zusammengemixt mit Pepsi, aber Pepsi ist ja irgendwie mal ungenießbar. Da schmecke ich irgendwelche Zuckerstoffe raus. Ich meine, einen Blick auf die Uhrzeit, wir wissen, es kann losgehen. Ich habe mir auch neue Kopfhörer geholt zum Zocken. Ich habe ja die Fidelio vorgestellt vor kurzem und da bin ich auf dieses Open-Konzept mal so ein bisschen drauf hängen geblieben. Also, dass man mich ja noch ganz gut hören kann. Ich mag es nämlich nicht, dass ich nichts mehr von meiner Umgebung mitbekomme, wenn ich zocke. Das sind die DT990 von Beyerdynamics. Die habe ich direkt bei Beyerdynamics gekauft für 110 Euro und 119 Euro als B-Ware. Und die klingen mega geil. Ist kabelgebunden, aber der Sound ist auch übel top. Könnte mich kaum entscheiden. Die Philips oder die Beyerdynamics sind auf jeden Fall beide geil. Will ich halt auch noch vorstellen, ich will halt auch noch ein bisschen was machen. Es ergibt sich ja immer mal wieder so die Frage, was gönnt sich Apple wohl als nächstes? Und die kann ich natürlich auch im Juni nicht ignorieren. Also wenn Apple wieder mal irgendeine kuriose Aktion droppt, Freunde, muss man natürlich drüber reden. Aber dann eventuell nicht so in der gewohnten Qualität, weil sonst macht das die ganze Idee mit dem Urlaub ja nicht so viel Sinn. Und deshalb werde ich dann wahrscheinlich einfach mal mit dem Telefon ein bisschen was aufnehmen, mit euch halt quatschen. Ich habe mir jetzt extra hier auf meinen Gaming-Rechner, der da steht, habe ich mir jetzt auch mal Vegas installiert. Aber ich will dann halt einfach mal zwischendurch mal ein kleines Video machen oder ich dann ins Studio renne, alles halt aufbaue. Im Juli geht es natürlich dann weiter, wie immer. Bis dahin kommen natürlich auch ein paar normale Reviews. Das heißt, ich werde, es ist halt nur die Frage, wie oft und wie viel, werde ich auch regulär halt arbeiten jetzt im Juni. Da komme ich nicht drum rum. Erstmal ein Monat Urlaub ist natürlich schon heftig, auch wenn man 2 Jahre keinen Urlaub gemacht hat. Aber ich bin ja nur mal selbstständig und da habe ich ja praktisch keinen Urlaubsanspruch. Das heißt, für mich bedeutet es, wenn ich nicht arbeiten gehe, kriege ich kein Geld. Wenn ich krank bin, kriege ich kein Geld. Und wenn ich jetzt denke, oh, ein Feiertag gilt auch für mich, dann kriege ich halt auch kein Geld. Im Gegensatz dazu laufen auch meine Kosten weiter. Ich muss ja trotzdem Sozialabgaben zahlen, ich muss Miete fürs Büro zahlen und alles, was so anfällt. Und das ist inzwischen halt auch echt nicht wenig. So als Solo-Selbstständiger, da muss man schon ordentlich was abtreten. Ne? Und deshalb wird es auch den regulären Content schon noch geben, aber halt nicht so viel. Und ich werde halt einen Teil, gerade wenn ich mal so über Apple mit euch rede, dann halt chillig hier so vor meinen Gaming-Rechner machen, halt in einer schlechteren Qualität und nur mit so einem kleinen Ansteckmikrofon hier. Es halt hier dummerweise ziemlich. Um das Ganze auch vorzubereiten, das habt ihr vielleicht mitbekommen, habe ich im Mai jetzt auch echt viele Videos gemacht. Also ich habe über 30 Videos auf YouTube veröffentlicht und dann noch zig Videos auf YouTube Shorts und TikTok. Habe da jetzt so ein bisschen Freizeit sozusagen rausgearbeitet. Und die werde ich dann jetzt vor allem halt in Diablo investieren. Ich meine, Freunde, ich denke mal, ihr versteht es. Ne? Ich habe ja praktisch sturmfrei. Samin ist nicht da. Ich kann mal wieder so richtig zocken, so richtig genüsslich. So 10 Stunden am Stück, Freunde. Ja, ich bin jetzt vor kurzem 40 geworden, aber ich musste auch feststellen, dass ich so an meiner Vorliebe, was die Freizeitgestaltung angeht, eigentlich überhaupt gar nichts getan hat. Aber ich bin halt zufrieden. Das wird jetzt ein richtig schöner, entspannter Monat für mich. Ich hoffe, ihr seid geduldig bis dahin. Und ich werde jetzt ein bisschen Spaß haben, Freunde. Ich muss nämlich noch mein Mage aufleveln. Nebenbei spiele ich gerade noch
Super Mario World, Klassiker gehen immer. Und da wird natürlich ein bisschen genetflixt. Aber das ist, Freunde, es ist einfach, ich meine Männerhöhle, Rollos runter, ne, abschließen und dann einfach nur noch zocken, Filme gucken und ab und zu mal was essen. Besser geht's nicht, Freunde. Traumurlaub. Und ich hoffe, ihr könnt euch auch ein bisschen entspannen, ein bisschen das Wetter genießen, Freunde. Ich glaube, ich schätze draußen gutes Wetter, das weiß ich nicht. Hat mir die Wetter-App gesagt. Nächste Woche werde ich auch ein Video veröffentlichen, werdet schon sehen. Ich weiß selbst noch nicht was. Ich kann nicht mehr ganz wieder so viel, aber schaut mal, was hier rumliegt. Ein altes Telefon, Retro-Review, aber ganz ehrlich, ich habe so viele Retro-Reviews mir vorgenommen, ich komme nicht dazu. Ich habe mir ein iPhone gegönnt. Um mit euch mal zu quatschen, was tun eigentlich die Dinger so 2023? Was kann man damit noch anstellen? Das sind ja keine schlechten Telefone. AliExpress, Choices, Better Choice, Better Price. Für 5,60 Euro habe ich bei AliExpress bestellt, Freunde. Es ist einfach insane. AliExpress ist insane. Und das ist irgendwas fürs Auto, das will ich euch auch noch zeigen. Damit klingt euer Auto dann irgendwie wie ein 40 Jahre alter Traktor, keine Ahnung. Oh ja, das Teil habt ihr bestimmt auch schon bemerkt. Übel abgefahrener Bluetooth-Speaker, Freunde. Aber kostet echt einen Haufen Schotter. Soll aber dafür halt auch einen insane Klang bringen. Also, ihr seht, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was vorbereitet. Wir sehen uns, bis dahin. Ciao.